Bei dir als Person gibt's nicht zu holen, was sich lohnt. Also gucken wir mal weiter in deine Qualifikation. Du bist also Kellner und die Leute nennen dich Saftschubsen-MC, weil du auch Randgruppen bedienst. Okay? Du bedienst auch Randgruppen. War das gerade kein Scheiß? Ist in der Bar, in der du arbeitest, echt 2019 schon die Apartheid vorbei? Ich komme da rein mit meinem Rollstuhl und trotzdem werde ich bedient. Ey, das ist ja gefährlich progressiv. Ey, so wie es aussieht, haben die selbst einen Quotendowny angestellt. Aber wo wir schon mal bei deiner Behinderung sind. Was ist denn in deiner Quali mit deiner Stimme? Das klingt schlimm. Du krächzt, als ob die Atmung gerade versagt und du nicht klarkommst. Alter, der ganze Part klingt wie ein Adlib auf einem Kapital-Bra-Song. Ey, das ist David gegen Goliath. Nur, dass Goliath ziemlich schwere Depressionen hat und außerdem nach 2 Schritten einen Puls im Stroboskoplicht takt. Ey, und ich würde mir nie was über meine Gegner ausdenken. Das weiß jeder, der mich besser kennt. Aber ich weiß wirklich nicht, ob das Inzest oder Aussehen ist, wenn deine Mom dich Vetter nennt. Und du hieß früher mal Maggot, also Made. Ja, das fand ich akkurat und korrekt. Denn auch Maden fressen ohne Ende, nach einem Jahr sind sie weg. Denn auch Maden fressen ohne Ende, nach einem Jahr sind sie fett. Jetzt ist der Name zwar weg und du depressiv, doch trotzdem lebst du wie die Made im Speck. Und manche denken jetzt vielleicht, oh, geh doch auch mal auf den Typen ein. Jetzt reduziere ihn nicht auf Äußeres. Doch dafür muss man ziemlich zynisch sein. Denn ist das wirklich reduzieren, wenn da noch so viel übrig bleibt? Jedenfalls braucht er eine Gang. Aber woher soll der jemanden von der Street kennen? Der fragte seine Mutter, wo der G-Punkt ist, weil er dachte, das ist der Ort, an dem die G's hängen. Aber so ein echter Berliner, der kann auch mal ohne Geld von der Stütze leben. Du siehst eher aus wie Theologie auf Lehramt studieren, um der Welt was zurückzugeben. Du siehst aus wie die Polizei anrufen, weil bei den Nachbarn die Halbstarken zu laut schreien und Falschparker aufschreiben. Du siehst aus wie, wer den neuen Till Schweiger Film nicht gesehen hat, der verpasst was. Du siehst aus wie morgens in den Spiegel gucken und sagen, du bist stark, du bist Alpha, du schaffst das. Und Wind. Mm. Und du vergewaltigst Ortkurz Mama mit 20 Mann? Ey, ganz schön krank. Aber jetzt mal im Ernst. Ihr kommt da mit der ganzen Bande an und dann? Also willst du mir jetzt erzählen? Naja, also willst du mir jetzt erzählen, dass ihr die ausnockt und dann zu 20 auf dieser Frau hockt? Ich meine, akrobatisch ist das anspruchsvoll, aber rein erotisch gesehen sicherlich nicht ganz so toll. Doch vielleicht braucht er die vor Ort, so als emotional support, wenn er mal keinen Steifen kriegt oder so. Wein doch nicht, 2 Minuten 30, du steigerst dich. Vorschlag, ihr könntet euch auch so zu viert um das Vibe rum verteilen. Der Rest ist Fanblock, heizt richtig ein. Einer ist Kommentator, live und voll dabei. Like, was ist los mit Werder Bremen? Wie scheiße kann man sein? Was ist los mit Werder Bremen? Wie scheiße kann man sein? 3 verdammte Latten, aber keiner macht ihn rein. Ich hab gehört, du bist für ein Album zu faul. Und das finde ich mies, denn du müsstest nur die Cap abnehmen und könntest schon eine Platte releasen. Ja. Ich werde aus deinem Aussehen nicht schlau und ich schaue immer wieder. Das Outfit so, yo, lass einen bauen, ein bisschen FIFA. Die Augen so, ich lauf mit Pegida. Ich diese raus mit der Viecher. Quatsch. Bleiben wir mal sachlich. Gott sprach, es werde Licht. Und deine Haare, hau rein, Bruder, mach ich. Und Digga, was ist mit deiner Stimme? Die klingt reidig. Du bist in den Stimmbruch gekommen und dachtest, hier ist nett, hier bleibe ich. Das ist ein Clash of Lebensfreude, weil ich Hammer drauf bin. Du siehst nicht aus wie 3 Tage Regenwetter, eher wie 3 Monate Monsun und dann im Schlammersaufen. Und immer diese Fresse, ey, wie trocken kann man sein? Eher an Karneval, ganz grau. Ey, Cindy, hast du kein Kostüm? Doch, ich geh als Stein. Ihr müsst wissen, dass es schon in seiner Kindheit begann, dass er so stoisch ist, Leute. Mama, wenn du mir kein Eis kaufst, bin ich dir für immer böse. Durchgezogen bis heute. Du hast doch ein gewaltiges Problem, Junge.
Ich glaube, deine Mama dachte, kein Bier vor vier, das ist wohl eine Altersempfehlung. Außerdem ist auch sonst fast alles in deinem Leben ziemlich peinlicher Scheiß. Angefangen damit, wie du heißt. Denn Seva ist kurz für Chefolot. Kann ich nie aussprechen. Ja, kommst dir jetzt krass vor. Doch das Einzige, wo dein Name krass wäre, ist als Passwort. Chefolot. Wer sein Kind so nennt, ist doch im Ernst gestört. Das klingt, als würde Harry Potter das der Schlange sagen, damit die seinen Cousin erwürgt. Aber wenn du nach dem Match ein bisschen Zeit brauchst, ganz für dich, dann bin ich der Mann für dich. Wenn Wolf fragt, wo ist denn Joe, sag ich, der musste schnell los, damit er noch die nächste Tram erwischt. Okay, nein, sorry. Nein, sorry. Lines über Selbstmord, die brauchen wir nicht mal. Ich wollte nur sagen, wenn Joe von seinen Problemen anfängt, dann dauert das lang, weil Depressionen sind so ein Thema, an dem er sich aufhängen kann. Nee, sorry, das kam jetzt anders rüber als gehofft. Ich meinte nur, das ist für ihn ein wichtiges Thema, das schießt ihm immer wieder durch den Kopf. Ich schwöre, jeder in deiner Fam trinkt Brennspiritus als Magenbitter. Jeder in deiner Fam raucht, redet und heißt wie Karin Ritter. Wenn jemand aus deiner Fam... Egal, der Name Snake and Rhyme ist ja schon peinlich genug. Du denkst, deine Freundin spricht Parcel mit ihrem Snakey Boy, doch nein, das ist entweichende Luft. Ja, deine aufblasbare Freundin und ich, wir verstehen uns nicht schlecht. Denn alles, was du von der hörst, ist Schsch, und da gebe ich ihr recht. Sag mal, was siehst du eigentlich schon wieder so angespannt aus, wo drückt der Schuh? Du guckst, als hätte ich deine Matrix-Videokassette nach dem Anschauen nicht zurückgespult. Deine Mimik echt so blass und erstarrt, du gehst zum nekrophilen Trefferball als passiver Part. Du hältst dich für den Anti-Held, weil deine Enkel dich begrüßen mit der Grinch ist da. Hörgerät rein, Opa, die haben Cringe gesagt. Und wo wir schon bei Themen sind, bei denen du die Erwartungen mitnichten erfüllst, deine Tipps für Schlägereien auch richtiger Müll. Lock mich down, doch ich stehe wieder auf, klopf den Staub ab und frag, was hast du noch? Ich meine, ja, das baut zwar Spannung auf, doch ist ziemlich dumm, weil dann haut dich der andere halt wieder auf. Oder kann das sein, dass das so ein Sadomaso-Ding ist von dir? Weil ich habe bei manchen deiner Texte das Gefühl, dass du da irgendwie deinen Kink integrierst. Spuck auf mich herab, fuck mich ab, schlag mich, bestraf mich. Dieser Fetisch erklärt so viel von deiner sozialen Inkompetenz. Denn für dich ist das erst Flirten, wenn du dir von deinem Gegenüber eine Rechts-Links-Kombo fängst. Ihr müsst verstehen, wenn Mars sich in die Crowd stürzt wie ein wild gewordener Eber oder Stier, ist das nur seine Art zu fragen, hey Sever, wollen wir später noch zu mir? Sag mal, dieses ganzen Glory morgen, ist das eigentlich eine Bar oder so? Nee, das ist ein Boxclub auch. Boxclub? Da hätte ich du, Basti. Ich glaube, ich habe meine Zahnbürste vergessen. Ich gehe eben zum Bahnhof, zum Zug. Und nehme den nächsten zu mir, aber morgen bin ich pünktlich da, spätestens um 4. Da meinte Basti, kannst machen, aber bleib doch noch 10 Minuten, korrekt auf dem Bier. Danach weiß ich nichts mehr, jetzt bin ich hier. Sein damaliger Drogenkonsum klingt absurd, doch es ist wirklich wahr. Teer und Nikotin sind in den Top 5 gesündesten Dingen, die je in seinem Körper waren. Auch zu saufen wie ein Loch ist für ihn schon seit Kindertagen ein Spiel. Denn sein Vater heißt Gerhard und hat 6 Arme zu viel. Ein Rausch, der einen ausgewachsenen Indoor-Stand töten könnte, konnte Kara schon als Kleinkind stemmen. Sein Kinderarzt dachte, er hätte Windpocken, doch es waren nur entzündete Einstichstellen. Und du? Ich schlag dich ohne Rückgrat? Sag mal, hast du nicht wenigstens ein bisschen gelernt? Subjekt, Prädikat, Objekt. Es ist nicht so schwer. Wer hat in diesem Satz kein Rückgrat? Du brauchst eins, du fällst sonst beim Schlagen einfach um. Wahrscheinlich meinst du, dass er danach keins mehr hat, aber auch das wäre leider dumm, weil klar,
Wenn jemand dein Rückgrat entfernt, dann gerät dein Leben schnell aus dem Ruder und in Not. Aber dann ist doch nicht das Schlimmste, dass er aussieht wie Thaddäus Tentakel. Der Bruder ist dann tot. Als würde ich zu dir sagen, ich schicke die Jungs vorbei, die dir Bullets durch deine Stirn jagen. Und der laute Knall der Pistole könnte Langzeitfolgen für dein Gehör haben. Bis du am Ende aussiehst wie Thaddäus Tentakel, als er hübsch war. Was ist denn, du bist ein schöner Tintenfisch. Auf jeden Fall kein nicer Diss und ein Anime-Fan, der zugibt, dass er Tentakel hübsch findet. Jemand, der so wack ist wie du, muss ständig seinen Text übertönen, was du konsequent mit Geschrei schaffst. Aber glaub mal, nichts ist so heavy wie die Beweislast dafür, dass du vom Schreiben keinen Peil hast. Denn du hittest DK echt mit, was ein Transvestit ist, frag mal deine Mutter, der weiß das. Bro, ernsthaft, den Joke gibt es locker seit 100 Jahren. Ich meine, du könntest den trotzdem erfunden haben, aber nein. Man sieht schon, dass ich das Match gewinne. Dich zu wehren bleibt ohne Sinn, denn ihr bettelt heute Plauze wie eine Bowlingkugel gegen Körperbau wie ein Bowlingpin. Und ich strike dich und deine neuen Homies heute allesamt weg. Spare none of them. Ich hab für deine Homes keine Gnade. Doch eigentlich sind meine Bars für die Idioten zu schade. So zurückgeblieben, die rufen Ruhrpott, Ruhrpott, als wär's ihr Pokémon-Name. Ich hab alle Vlogs von ihm und seiner Opfercrew geschaut. Und ich schwör, Proton sieht da am wenigsten wie ein Obdachloser aus. Und überhaupt, du passt gar nicht zu Kruplin. Dafür bist du viel zu handsam und verweichlicht. Christiane F. springt mit 30 Spritzen aus Protons Geburtstagstorte und du sagst, ach Mama, nicht schon wieder. Langsam wird es peinlich. Also was machst du bei denen? Du bist doch eigentlich so ein alter Selbstoptimierer. So von wegen, ich hatte meine Metadaten mal nicht ganz im Griff, doch mit dem neuen Update Lyrilicious, dass ich euch über den Äther jage, werden mal eben alle Bugs gefixt. Okay, Lyri, ich weiß Bescheid. Du bist das Update Peter Fox 1.1. Aber in deinem nächsten Match mit Jack Dragon hast du das Bugfix-Versprechen nicht so ganz gehalten. Haben sie mal versucht, das Gerät aus- und wieder anzuschalten? Und bei seinem überragenden Intellekt gibt es für ihn nichts Schlimmeres als Oberflächlichkeiten. Denn die setzt sich in sein Wissen wie ein Gedächtnisblocker. Und deswegen wird ein Battle gegen mich für dich scary, locker. Du weißt, worauf sich das reimt, Josef? Harry Potter. Warum sagen Leute, dass du aussiehst wie der? Du siehst höchstens aus wie seine Ostblock-Faker-Trappe. Die man gecastet hat, weil der tschechische Markt für die Rechte an Frage das Geld nicht hatte. Harry Potter und das Gespenst aus der Jelzin-Flasche. Deswegen hat der liebe Herrgott erstmal das Licht angemacht. Dann schuf er die Erde, dann das Meer. Dann dich, oder was? Oder wie stellst du dir das genau vor? Denn ich will ja nicht sagen, dass unser Goyner die Wissenschaft leugnet, aber Charles Darwin ist für ihn mehr so ein Fantasy-Buchautor. Aber natürlich hast du recht, natürlich muss es Gott geben, weil man ihn als Erklärung für dieses Wunder braucht. Ich meine, kann der Mensch wirklich Zufall sein? Gut, manchmal sieht er wie ein Unfall aus. Aber ein bisschen verschöpfen kann sich jeder mal. Den Robot, den machen wir nach meinem Ebenbild, aber in der Form von einem Federball. Dann geben wir ihm die Beine noch ein bisschen was. Ein bisschen was? Jetzt ist ein Pflegefass. Entschuldigung. Was anderes. Crossover-Idee. Goyner in der Bibel, 10 von 10. Ey, wäre Goyner an Adams Stelle, wir würden niemals unseren Status als Heilige verlieren. Ich meine, bis der mal einen Apfel beißt, da muss schon einiges passieren. Ey, wo bin ich hier gelandet? Wer sich diese Karte für heute Abend überlegt hat, hat doch ernsthaft einen Knall. Das hier sieht aus, als steht der Nachhilfelehrer vor seinem härtesten Fall. Solange du vor jedem Battle kokst, findest du hier keinen Frieden. Davy, deine Lines ziehen nicht, deine Lines schieben. Und du meintest mal, deine Freunde nennen dich Rudi, aber du bist nicht Rudolf das Rentier, nur weil dich deine Nase immer so gut durch den Schnee führt.
Ey, was für eine traurige Vita. Bevor ich so ende, bleib ich gern der Clown dieser Liga. Ihr wollt einen ernsthaften Champ? Ja, dann wählt doch Tobi High und hört dieselbe dritte Runde bis ans Ende eurer Zeit. Oder Caranova, der switcht ja jetzt schon in den Titelmodus um. Ein Ja, ein A Cappella, das nenne ich Liebe für die Kunst. Oder wie wär's mit Kid Soldier? Ich glaube, der hat auch voll Bock und hat ja schon Legenden beerdigt wie Tollschock. Du denkst bestimmt, du wärst auch ein geiler Contender, aber brauchst dir gar nichts einreden. Du siehst aus, als würdest du deine Stimme Niles geben. Ey, ich hab die Liga schon durch eine Krise gebracht mit dem, was ich beitrage. Ich hol mir den Titel. Es bleibt nur eine Zeitfrage. Ihr meint, ich wäre kein würdiger Champ, dass es an Grundlagen fehlt. Aber wenn's hier mal wieder brennt, dann weiß Jamie ganz genau, wessen Nummer er wählt. Yeah. Und Cassius Kane, du bist ja offensichtlich großer Fan von Muhammad Ali. Und der ja wahrscheinlich war auch Fan von Wortspielen mit seinem alten Namen, besonders weil er den ja hauptsächlich mit Rassismus in Verbindung brachte und deshalb ja geändert hatte. Warum man sich dann den Namen gibt, ist was, was ich gar nicht check. Er will halt nicht, dass man ihn Mohammed oder Ali nennt. Ja. Er ist kein Rassist, das ist ihm nur zu nah an Aliment. Ja, ja, deine Namensgebung war schon echt nicht so doll. Du dagegen dachtest dir so, Mexiko, lol. Das will schon was heißen. Ihr seht aus, als wärt ihr auf derselben Demo, aber auf verschiedenen Seiten. Wenn man Kiruma fragt, was catcht die Crowd und puncht hart, sagt er ganz klar, Schwanzbars. Denn es ist Kiruma, so gut gebaut, sogar mein Penis hat Bizeps. Ja, das ist echt ziemlich hart. Trifft Kiruma ohne Hose bei McFit, in der 20-Kilo-Scheibe ist sein Glied geparkt. Wenn man ihn drauf anspricht, sagt er, was, Montag ist halt Bizeps. Oder auch, Kiruma, Schwanz so groß, ich brauch keinen Handjob, ich brauch eine Lymphdrainage. Finde ich auch ein bisschen komisch, weißt du? Kiruma, Penis wie Seniorenbeine. Ich glaub, der Milf Hunter expandiert. Schwanz so groß, wenn er kommt, sieht's aus, als wäre ein Milchtanker explodiert. Aber wenn man im richtigen Licht auf seine Glatze guckt, sieht man eine Öffnung, die sich über diesen Bereich erstreckt. Ja, richtig. Schwanz so groß, ihr habt gar nicht gemerkt, dass ihr mit der Eichel sprecht. Kiruma ist ein Wehrschwanz. Ein Glied, das sich verwandeln kann. Der Penis ist der ganze Mann. Ernährt sich. Kiruma ist ein Wehrschwanz. Ein Glied, das sich verwandeln kann. Der Penis ist der ganze Mann. Ernährt sich von Viagra, denn sonst fängt er hier zu schwanken an. Ein wandelnder Phallus mit entsprechend IQ. Und das Beste ist, wenn Penis sprechen könnte, der wird 1:1 so sprechen. Und nicht nur gegen Celine, gegen Davy, da machst du's auch. 9 Minuten waren vereinbart. Du machst auf chillig 18 draus. Und wieder waren deine Ausschweifungen unerreicht ohne Sinn. Denn wenn du nicht über Vincis Schwanz gerappt hättest, käme die Rundenzeit sogar hin. Und du hattest solche Angst, dass die Crowd deine Aussage nicht im Grunde checkt, dass du nicht nur deine Runde rappst, sondern auch gleichzeitig in der Runde rappst, warum es okay ist, dass du diese Runde rappst, Junge. Ey, Davy, du bist voll homophob, das geht gar nicht klar. Okay, ich hab jetzt auch voll viel über Vincis Schwanz in seinem Arsch gesagt, aber die zwei sind ja auch Freunde, da darf man das. Und Homophobie kann ja auch witzig sein, aber nur, wenn man es nicht so meint. Und bei ihm hat sich's ja leider angeboten und ich kann auch nicht homophob sein. Ich hab mir schon voll viele Kleider angezogen. Junge, warum gerätst du da so in Panik, Mann? Du kommst ja schon ins Schwimmen, bevor Anna dich überhaupt was fragen kann. Du rechtfertigst dich da so viel, dass der Sinn am Ende völlig untertaucht. Davy kann sich selbst in 2 Minuten blamieren. Wie kann es sein, dass du dafür eine Viertelstunde brauchst? Und Real Talk, er wollte unsere Rundenzeit nachträglich stark erhöhen. Man könnte jetzt denken, er hat Übles im Sinn. Aber wahrscheinlich hat er nur gesehen, dass mein Kopf schief ist und braucht jetzt 6 extra Minuten, um das rüberzubringen.
Und ich habe für diese Runde jetzt noch so 10 Sekunden Restzeit am Start. Oder wie Tristan sagen würde, Intro vorbei, jetzt kommt der Part. Aber ich nutze das jetzt lieber für eine kleine Englischlektion. Soll ja hier auch ein bisschen instruktiv sein. Also Tristan, listen and repeat. Time. Als ob das noch nicht genügt, chokst du in 2 Battles schon nach 4 Bars und sagst, oh, das ist aber früh. Du peinlicher Schwanz, den Sexjoke dazu spare ich mir aus reiner Kulanz. Kleiner Speedjoker, machst im Vorfeld Ansage und meinst, dass du gewinnst, aber beginnst dein nächstes Battle mit, ey, oh, Düsseldorf, habt ihr Dings? Auch Pokémon war für Jakob damals ehrlich zu krass. Pikachu so Pikachu und der Däger, wie merkt der sich? Jakob, listen and repeat. Eine Haftbefehl-Imitation. Ich konnte es kaum glauben. Und nicht eine Haftbefehl-Imitation. Ich konnte es kaum glauben. Ey, wenn du nicht reden kannst, dann komm nicht ran. Warum redet man im Comic Sans? Du klingst wie so ein deutscher Synchronsprecher von einem Disney-Film. Ich soll dir von deinem Logopäden ausrichten, April, April.